Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit einem wieder gesunden Flo. Ey, es tut mir echt leid. Ich weiß, ich habe in der Making-of-Reaction auch gesagt, morgen kommt die neue Folge. Aber dann kam erstmal 3 Tage Fieber und es ging wirklich nicht. Ich habe es versucht, aber ey, ich dachte echt, okay, komm, 3 Tage schlafe ich jetzt einfach durch. Habe ich auch gemacht. Ich habe echt 13, 14 Stunden am Tag geschlafen. Ich weiß nicht, was es war. Ich war so krank, lange nicht mehr. Es war kein Corona, zumindest haben die Tests gesagt. Alles cool, aber ich bin wieder gesund. Ich habe mich vollgeballert mit Medikamenten und bin wieder fit. Freue mich jetzt hier wieder für euch am Start zu sein, ja? Wir werden auf jeden Fall aufholen, ihr werdet es sehen. Wir werden diese Woche wieder pünktlich alles haben. Keine Sorge, Freunde. Nochmal dicke Sorry. Ich weiß, ich habe viele Nachrichten auch bekommen auf Instagram. Ich habe einigen auch geantwortet. Aber ich habe echt, ich habe so geschlafen, ich war weg. Ich habe geschlafen einfach. Ich war im Fieber-Delirium, habe ich gelegen in meinem Bett und geschwitzt und geschlafen. Ja, jetzt sind wir wieder back. Ich freue mich unfassbar doll. Ey, es war auch. Ey, die Versuchung war auch da, einfach zu sagen: Nee, ich gucke jetzt ohne euch weiter. Ich will jetzt selber wissen, wie es weitergeht. Die Versuchung war da, aber ich habe es natürlich nicht gemacht, keine Sorge. Ich habe extra auch TikTok nicht benutzt, weil auf TikTok kriege ich immer Clips auch, logischerweise. Und ich war nur am Schlafen und Doctor Who gucken habe ich noch gemacht. Das ist alles, was ich gemacht habe. Aber wir sind jetzt finally back mit Folge 7. Folge 8 ist auch schon draußen. Bedeutet, Folge 8 Reaction kommt auch ASAP. Keine Sorge, Freunde, wie gesagt. Es tut mir leid, dicke Story geht raus. Jetzt haben wir aber erstmal die Folge, auf die ich seit Anfang dieser Serie gewartet habe. Seven Was Wild Panama, der Dschungel weint. Es ist soweit. Das heißt, ab dieser Folge quasi könnte Knossi raus sein, rein theoretisch. Weil das die letzte Szene von Knossi aus dem Intro ist, die wir kennen. Ja, ich bin sehr gespannt. Nochmal dicke Story. Es tut mir echt leid, dass ich so verspätet war. Sorry. Also ehrliches Sorry an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr könnt mir gerade so vergeben und ich hoffe, ihr seid alle noch am Start und freut euch jetzt hier mit mir reinzuschauen bei der Dschungelwein Folge 7. Wir sehen schon einen unfassbar gut aussehenden Herrn Gemeinecke. Los geht's, Freunde. Sponsor der heutigen Folge ist, MSI. Oh, MSI, geiler Sponsor. MSI bietet euch die geilsten Laptops, die ihr euch nur wünschen könnt. Ob Gaming-Laptops zum Zocken wie der Katana oder High-End-Maschinen wie der Stealth zum Schneiden und Rendern, ja, bei großen anspruchsvollen Projekten wie zum Beispiel Seven vs. Wild. Die MSI-Laptops gibt es immer mit den neuesten Intel-Prozessoren und Seven vs. Wild wurde auch komplett auf einem einzigen Laptop nur geschnitten, müsst ihr wissen. Natürlich den Nvidia RTX-Grafikkarten. Die aktuell besten Angebote sind natürlich in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar für euch verlinkt. Checkt das Ganze unbedingt mal aus und jetzt viel Spaß mit Seven vs. Wild. Ich freue mich. Okay, Challenge Nummer 3. Oh ja, so eine geile Challenge. Naturfotograf. Gut. Ich hoffe, wir sehen die Challenge auch in dieser Folge. Das war so eine geile Challenge. Ich glaube, die wird geil. Dann bin ich heute Naturfotograf. Geil. Geil. Nach der Kippe könnte ich mich hinlegen und schlafen. Ein 3,5 Meter langes Krokodil, das gerade so seine Bahn zieht unter Wasser. Das mit Jo, das ist ja auch neu. Nur am Schwitzen. Ich habe jetzt Halsschmerzen, ey. Nicht gut. Stimmt, es ist ja echt viel passiert. Otto macht die Hitze zu kämpfen. Nova hatte einen Emotionally-Zusammenbruch. Knossi, alles okay, außer Kippe, so, das hat er aber noch hinbekommen am Ende. Bei Fritz, so, die Krankheitssymptome zeigen sich. Und wir haben natürlich das Krokodil bei Joris einfach. Oh mein Gott, Digga, so eine geile Folge, ich freue mich. Ich freue mich doch. Let's fucking go. Tag 3, 6:12, okay. Fritz. Mr. Fritz Meinecke. Will er noch weiter sein Bett ausbauen? Oh, ich glaube, er wollte als nächstes ein Dach bauen, so, right? Freunde, die Nacht, naja, war wieder durchwachsen. Ihr seht, ich habe immer noch meine Regenjacke an. Diese Sandfliegen, es ist alles voll. Du wirst nur gebissen und gestochen. In einer Zeit alles juckt und kratzt. Safe. Das ist die erste große nervige Sache und dann die Feuchtigkeit. Meine Schuhe sind immer noch klitschnass. Ich habe auch das Gefühl, dass ich meinen Hacken auflöst und ich ihn immer so abgreifen kann, einfach und der weg ist. Boah, ey. Oh, stimmt. Fritz hat ja noch diesen fauligen Fuß. Oh nein. Ja. Oh. Ansonsten war heute Nacht ein bisschen meine Nase zu, ich musste husten, Halsschmerzen. Man hört's auch, er hört sich ein bisschen verschnupft an. Weg. Also meine Nase ist immer ein bisschen verstopft. Nicht, dass sich hier doch eine Erkältung anbahnt bei der ganzen Feuchtigkeit über Nacht. Aber ich will gar nicht hier zu viel rumheulen, ich wollte dich eigentlich nur
mitteilen, was mich quasi die letzten Stunden beschäftigt hat und wieso die Lage ist. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Kopfmäßig geht es mir tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich habe Bock, ich bin motiviert, ich will das Dach heute machen. Und ja, zwei Nächte sind rum, zwei Tage sind rum. Gucken wir mal, was der dritte Tag bringt. Und gucken wir jetzt erst in die Challenge rein. Was erwartet uns heute? Ich hoffe, nicht wieder so ein krasses Ding mit dem Bogen gestern. Fritz hat die Challenge noch gar nicht geöffnet. Das wird geil. Ich glaube, da könnte er... Also, wobei, entweder geht er richtig drin auf oder er hat gar keinen Bock darauf. Entweder hat er richtig Bock oder er sagt, nee, gar keinen Bock, mache ich nicht. Es gibt, glaube ich, nur diese beiden Optionen. Sehr viel Zeit, Arbeit, Energie gekostet hat. Vielleicht halt mal ein bisschen was Entspanntes oder so. Ja. Oder? Also, Challenge Tag 3. Oh. Ich habe Erdbock. Ich ahne schon okay, was. Okay, Erdbock. Geil. Challenge Tag 3. Naturfotograf. Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran. Okay, also es gibt 7 Tierarten und es geht darum, so viele wie möglich davon zu fotografieren. Holy shit, Alter. Du bist ja ganz nah unterwegs. Ja, nice. Ey, das ist geil. Da habe ich Bock drauf. Da nice. Hab ich richtig okay, Bock das drauf. Freut mich. Weil okay, ich finde die Challenge ultra geil. Ich liebe die Challenge. Vogel, der gerade nach Essen sucht. Wo? Boah, ach, scheiße, muss man da nah dran. Ja. Das ist ja nur so ein ganz kleiner Punkt. Holy shit. Schwierig. Wie nah soll ich da ran, Alter? Was mich wundert, warum haben die kein GoPro-Sponsoring bekommen für diese Staffel? Das wäre das OP-ste, was es gibt. Einfach ein GoPro-Sponsoring für Seven vs. Wild, Bro. Naheliegender geht's wahrscheinlich nicht. Also haben sie wahrscheinlich angefragt. Oder wurden angefragt, war zu wenig, hat nicht geklappt, okay. Aber geil. Das wird hardcore. Naja. Ich brauche wieder diesen. Diesen Geier. Naja. Ich mache jetzt einfach mal schon ein Foto. Lieber zu viele als zu wenig machen. Wird wahrscheinlich nicht zählen. Einfach versuchen. Aber wer weiß. Die besten Fotos werden bei der Zusammenfassung der Ergebnisse gezeigt. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon so Bock. Das ist wirklich eine Challenge, die ich liebe. Keine Ahnung, da würde ich voll drin aufgehen. Bogen wäre ich raus, da wäre ich ganz doll drin. Hätte ich Bock drauf selber. Das sind jetzt hier vielleicht noch. Oh nein, jetzt fliegt er gleich. Boah, man muss halt echt krass nah ran, ne? Scheiße, ja. Das ist ja weg. Also starten wir erstmal bei den einfachen Sachen. 7. Wirbellose Tiere, Weichtiere, Krebstiere, Krebse. Schwämme und Würmer. Ein Krebs. So, wir können ja auch mehrere fotografieren. Ich würde als allererstes mal so eine Schnecke nehmen hier. Das ist ja, doch ein Weichtier, easy. Oder nicht? Ja, safe, klar. Ich meine, bestimmen muss ich es ja nicht. Ja. Man sieht auch, da ist noch komm, was drin. Komm, den da oben nehme ich auch noch mit. Ich würde auch den ganzen Tag nur Bilder machen. Lieber viel zu viele als zu wenig. Und dann mal sehen, das Beste wird halt ausgesucht dann, ne? Das Ding ist, umso mehr ich arbeite, umso kaputter bin ich. Umso mehr oder umso besser kann ich schlafen. Ich muss sagen, ist ganz komisch, aber irgendwie. Das Vogel. Habe ich mich über die letzte Nacht, auch wenn die teilweise echt beschissen war, richtig gefreut. Ich wusste so, ey, jetzt 12 Stunden lang Pause. Oh ja. Kann sich hinlegen, ausruhen. Das fühle ich aber. Aber halbe Stunde später wird es wieder zerstochen und denkst, ach du Scheiße. Also mein Plan ist jetzt gerade eher oberkörperfrei zu arbeiten, weil ich schwitze wie Sau und würde das alles ins Hemd reinschwitzen, dass es wieder klitschnass ist. Und eigentlich möchte ich irgendwie was Trockenes haben. Es scheint gerade keine Sonne, das Einzige, was nervig ist, dass ich halt zerstochen werde. Da oben ist wieder irgendein geiler Adler oder sonst was. Ja, aber du musst dich auch mal zu mir hinsetzen, damit ich dich fotografieren kann. Wir müssen das Dach fertig bauen. Ey, ich gehe hier sonst unter. Ich hatte bisher richtig Glück, was Regen angeht. Ja. Und die Folge heißt Der Dschungel weint. Ich bin sehr gespannt. Das kann den einen oder anderen brechen heute. Überlegt man normalerweise, wenn ich so ein Shelter baue, auch mit Dachkonstruktion, Unterlattung, so wie auf Madeira zum Beispiel, da sitze ich halt, keine Ahnung, mehrere Tage dran. 4-5 Tage, mache nichts anderes, habe normal zu trinken, normal zu essen, bin ausgeschlafen. Deswegen geht das hier so schleppend voran. Ich meine, wir sind an Tag 3 und das Ding ist immer noch nicht fertig. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, wie die anderen das machen. Gerade bei Nova
Sabrina, Otto und Joris. Und bei Sascha, er weiß halt nicht, dass Sascha seine Gegenstände nicht benutzt. Das finde ich immer noch so krass. Ich freue mich auf dieses Zusammenkommen am Ende, was es hoffentlich wieder geben wird, wo Sascha sagt, ja, ich habe meine Gegenstände nicht benutzt. Das wird krass. Knossi und Sascha müssen nur, in Anführungsstrichen, Sascha nicht. Ein Dach bauen. Sascha nicht. Aber alle anderen müssen ja ein komplettes Schlafgestell bauen mit Erhöhung und dies und das. Ich glaube, muss Sascha auch. Bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich bin sehr happy. Hab gut geschlafen, bin gut von der Höhe weg, stufenlos verstellbar. Jetzt noch das Dach fertig machen und dann können wir auch mal an die kleinen Details gehen. Wir noch einen Haken. Imagine, du baust ein Shelter bei Seven vs. Wild und sagst das Wort stufenlos verstellbar. Junge. Und Fritz beschwert sich und er rechtfertigt sich noch. Ja, sorry, dass es nicht so gut aussieht wie sonst. Ich habe sonst mehr Zeit und so. Digga, ey, ist immer noch OP. Irgendwo hin machen fürs Jäckchen. Immer noch oder OP. Oder ein kleines Regalbrettchen für eine Flasche zum Trinken nachts. Ja? So, Dachkonstrukt steht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ne, hier mein Bettchen mit Aufhängung. Das Bett ist immer noch so geil. Ich liebe, das ist so eine Kinderschaukel. 10 cm so eine Dachlatte rangeknotet, damit man da dann ja, das Dach befestigen kann. Mhm. Oh, ich muss auf jeden Fall, glaube ich, mein Bett hier auch nochmal ein bisschen fixieren. Das ist schon leicht wackelig geworden. Oh, ich hoffe echt, dass Fritz das einigermaßen dicht bekommt, bis es regnet wird. Wo sind die Leute? Wo sind all die Leute? Wo sind sie hin? Also wirklich, ein Sonnenschein in diesem Projekt. Ein Sonnenschein an meinem Tag ist mittlerweile Knossi geworden einfach. Ich sage es, wie es ist. Ich will bin hier. Auch gar nicht wissen, wo ihr seid. Ich bin hier, Knossi. Ich hab Zivilisationsmüdigkeit. So ein geiler Song. Von Reinhard Grebe. Ist das nicht sogar der, der letztens gespielt wurde, als er sich die erste Kippe angezündet hat? Lief der Song da nicht sogar? Das ganze Album. Ich glaube schon. Robinson Crusoe ist das, was ich hier erlebe. Geil, Knossi macht direkt Fisch-Action. Ich glaube, war gut. Boah, ich bin so gespannt auf die Bilder. Ich bin so gespannt auf die Bilder. Fische sind drauf. Geil. Ja, Fische sind drauf. Geil. Oh, da hinten denkt man wieder wirklich ohne Scheiß, hier ist Jurassic Park. Safe. Gleich kommt ein Flugsaurier raus, ne? Gleich muss einer rauskommen. Gleich kommt der T-Rex und macht. Das sieht hier schon alles krank aus. Sieht schon krass aus. Man sieht aus einfach bei Knossi. Keinen Menschen. Ich bin hier einfach ganz alleine. Das ist krass. Oh Mann, das ist echt die Erfahrung meines Lebens, ehrlich. Seven vs. Wild, Seven vs. Wild. Was ist Jeder los? Jeder kämpft hier für sich allein. Was ist mit Knossi los, Mann? Ich lieb den Mann. Man kann nicht predikten, was als nächstes passieren wird. Es hätte alles passieren können. Aber er singt seinen Seven vs. Wild Song. Seven vs. Wild, Seven vs. Wild. Ach, Knossi. Okay. Ruhe. Okay. Sind wir mit dem Bau beschäftigt? Es ist ein Oder Hoch und Runter. Ein Drunter und Drüber bei ihm. Hier muss schön werden. Das hier wird für die nächsten 5 Nächte hoffentlich, wenn das alles klappt, wenn ich das mit dem restlichen Paracord so hinbekomme, meine neue Schlafstätte. Ist zwar ein bisschen sumpfig und dreckig, aber ich werde das jetzt alles gleich mit Palmenwedel auskleiden. Und das Schöne ist, hier bin ich auch endlich mal ein bisschen von Regen geschützt. Also was heißt, nicht viel, aber es reicht mir und ich bin hier oben an dem Ort meiner Träume. Ich bin hier, als ich das erste Mal hier auf die Insel hier hochgegangen bin, habe ich mich hier, da wusste ich, das ist es. Ne? Hier gibt es kein Entkommen und weißt du, was schön ist auch? Deswegen, vielleicht wundert sich auch einer, warum ich keine Angst habe vor Krokodilen oder so. Krokodil kann nicht kommen. Es ist alles zu. Ich bin komplett safe. Ja, die sind schön groß. Oh, pass wegen den Nadeln auf, Bro. Da sind überall Nadeln dran, oder? Oder hier nicht? Ich glaube, hier sind keine Nadeln. Sieht zumindest nicht danach aus. Geil. Okay. Sehr nice. Hier ist aber auch sehr rutschig, muss man sagen an der Stelle. Auch sehr rutschig. Nicht, dass ich auf einmal das Messer... Wir dürfen nicht vergessen, Knossi hat immer noch diese Kack-Fußverletzung, ne? Wo sich eine Entzündung ausbreitet in seinem Fuß. Was er im Bauch habe. Nicht vorteilhaft, logischerweise. Jawohl.
Pamela, ich komme vor wie Ed Stafford. This is what you need, Jungle. Go in the jungle and pay me, come over with the pick. Then you can survive. Also so krass, mit wie wenig Energie Knossi immer noch so Entertainment sein kann. Sehr geil. Ich glaube, das ist für ihn persönlich auch wichtig, immer noch so mit jemandem zu reden, Entertainment zu geben. Das ist wichtig für ihn. Also es hat mich jetzt gesehen, ist da hinten hingeschwommen. Das ist ein Krokodil. Ich bin weit weg von den 80%, ich bin bei 120. Das ist ein fucking Krokodil. Also wirklich, das ist da. Es hat sich schon wieder gedreht. Wow! Ja! Ein Krokodil im Wasser. Das schon. Es ist schon echt nah. Also ich sag's, es ist schon nah, ne? Noch nie gesehen. Da. Also es hat jetzt zwei U-Turns geschlagen. Man sieht, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Ich hoffe, ich zeige da jetzt nicht falsch. Und dort irgendwo, meine Beine kribbeln komplett. Und es ist crazy. Das Ding ist, es ist jetzt gerade hier. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, denn die Krokodile kommen bei der Mittagssonne an Land, um sich zu sonnen, um sich aufzuwärmen. Es sind wechselwarme Tiere. Und der einzige Strand in der Nähe ist hinter mir. Wenn es jetzt da so nah rankommt, dann bin ich in Gefahr. Ja. Das war ein ordentlicher. Okay, ein letztes kurzes Update. Krokodil sehe ich wieder, aber dieses Mal tatsächlich. Ganz 100 hinten. Meter draußen. Das schwimmt jetzt zu Sascha nämlich. Das hat gemerkt, okay, Joris ist excited, der hat gar nicht so viel Angst. Ich schwimme mal zu Sascha, der freut sich vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich vorbeikomme. Jetzt ist es aber irgendwie ein bisschen weiter an der Oberfläche. Das ist der Plan. Das heißt, man sieht ungefähr einen Meter vom Krokodil. Bist bedeppert. Die haben einen Latteschuss. Wo setzen die mich aus? An einem Spot, an dem ich nicht in den Wald reinkomme. Was die einzige Sache war, worum ich gebeten habe. Jungs, ich möchte was sehen. Ich möchte was sehen. Aber hier rein komme ich nur, wenn ich irgendwo hochkletter. Haben sie sich schlau gedacht? Du hast Krokodil gesehen, du hast einen Wal gesehen, du hast einen Wasserfall gesehen, du hast deine Bären gegessen und gesehen. Joris hat viel gesehen. Sag ich, wie es ist. Er hat viel gesehen, der Mann. Aha, dann gibt er sich kein Risiko. Super, ich schlafe jetzt bei Krokodilen. Top. Manchmal liebe ich das Orga-Team, dass es mir das ermöglicht. Und manchmal möchte ich denen einfach so eine kleine Backpfeife geben. Einfach so eine kleine Jungs-Sarremol. Was soll denn das? Und jetzt ist gerade so ein Moment, wenn... Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen sauer. Ein bisschen salzig. Aber ist okay, das geht jetzt in 2-3 Minuten wieder weg. Ich hab die ja alle lieb. Mann, so eine Scheiße. Einfach, ich will doch einfach nur, guck mal, wie geil dieses Ding ist. Da kann man so geil drin schlafen, ne? Perfekt gespannt, alle Spitzen, klasse. Ich hab geschlafen wie ein Baby. Und jetzt muss ich mir nachts Gedanken machen, dass das Krokodil vorbeikommt. Ich meine, die anderen machen sich auch Gedanken, aber die haben es nicht gesehen. Bei denen gibt's wahrscheinlich auch keine. Okay, ich habe mich jetzt mal mitten an den Strand gesetzt. Oh, ich habe kurz gehofft, dass Jura sagt, okay, Feuer klappt immer noch nicht. Ich hoffe, dass sie weniger Sandfliegen sind, da hinten Schade. Nicht überall zerstochen ist. Aber er macht die Challenge auf. Also, deswegen... Aber die Challenge wird für Joris cool. Vermumme ich mich jetzt ein bisschen, weil es tut so weh, die ganze Zeit. Da hat er Bock drauf, glaube ich. So, Tageschallenge 3. Bin gespannt. Ja, also ich glaube, die Challenge ist jetzt nicht so viele wie möglich zu fotografieren, sondern so viele wie möglich von diesen 7. Das heißt, maximal... Ja, steht da ja auch mehrfach drauf. ...kann ich 7 Punkte erreichen. Exactly. Fische kann ich nicht machen, nicht gescheit. Wobei, ich kann es nachher riskieren, das Krokodil ist gerade 200 Meter draußen. Vögel, easy, 10 Minuten, entspannt. Ja. Machen wir das mal, ne? Überall diese Mücken. Ich habe mich jetzt entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und einfach schon mal ein paar Bilder zu machen. You're safe. Hier haben wir Ameisen, die sich in meinem Zielstyropor ein Nest gebaut haben. Da gehe ich jetzt einfach ran. Ja, also man sieht's. Ja, Ameisen sind wirbellose, das heißt Insekten kann ich auch abhaken. Ich mache später noch ein besseres Foto von irgendwas Geilem, aber das ist jetzt erstmal safe. Habe mich jetzt dazu entschlossen, das Fotografieren erstmal hinten anzustellen, um... Oh, ich habe Untertitel angemacht, bitte sag, Feuer zu machen, Joris. Willst du Feuer machen? Meiner täglichen Routine nachzugehen, nämlich
Strand absuchen. Oh, schade, schade, schade. Das ist ein neues Spiel bei Joris. Wir haben das eine Spiel, ist Otto gerade nackt? Mein Lieblingsgame. Und zweites Spiel ist, redet Joris über Feuer? Und wir können auch reinnehmen, erwähnt Sascha Angst vor Krokodilen. Die drei Sachen können wir mit reinnehmen. Ja, klingt es für mich erstmal alternativlos. Ich muss gucken, ob irgendwas angespielt wurde, was ich verwenden kann. Ja, finde ich aber gut, würde ich auch machen. Es wird regnen, das heißt, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, Fische fotografieren, werde ich danach nicht mehr trocken. Dieses T-Shirt ist über Nacht feucht geworden. Ihr müsst bedenken, das war gestern Mittag halbwegs trocken, jetzt ist es feucht. Das ist genau das, was ich meine. Selbst wenn ich es trocken aufhänge und es nicht dran regnet, wird alles nass, weil die Luftfeuchtigkeit hier extrem ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem mit meinem Zunder. Der zieht halt einfach Luftfeuchtigkeit. Und die bekomme ich nur mittags raus mit klärender Sonne. Und hier ist halt... Da ist wenig Sonne, muss ich sagen. Nix. Schwierig. Dort hinten ist ein Wal. Bei den Walen ist aktuell Paarungszeit. Das heißt, die Chance, welche zu sehen, war relativ hoch. Das ist jetzt mein vierter oder das vierte Mal, dass ich einen sehe, beziehungsweise am Anfang waren es ja ein Pärchen, das unterwegs war. Aber es ist einfach nur grandios. Sowas zu sehen ist halt traumhaft, ne? Traumhaft. Krokodile, Wale. Ich warte jetzt gerade darauf, dass er rausbläst. Krank. Krank, krank, krank. Wo ist er ungefähr? Da, das, der schwarze Punkt dort hinten. Ja, man sieht es schon gut. Man sieht es relativ deutlich schon auf jeden Fall. Das ist ein Wal. Krass. Warte mal. Ein Wal ist ein Säugetier. Das ist meine einzige Möglichkeit, ein Säugetier zu fotografieren. Die Idee ist gerade, wenn ich es schaffe, den Wal zu fotografieren. Robert Mark Lehmann ist Meeresbiologe. Wenn jemand auf die Distanz was Schwarzes sieht, einen schwarzen Rücken, dann weiß er instinktiv, das ist ein Wal. Ja, okay. Ich bin auf die Wertung gespannt am Ende. Das wird sich halt zeigen, wie er das auslegen wird. Oder das ist was anderes. Und da nur die Tierart identifiziert werden muss und Robert Mark Lehmann hoffentlich weiß, dass gerade Paarungszeit hier ist, bei den Walen. Ja, die Chance ist hoch, ist ein Try-Wert, dass das erkennen würde. Weil der braucht nicht mehr außer einen schwarzen Rücken im Endeffekt. Und genau das sieht man gerade. Super, super gut. Das heißt, ich gehe jetzt möglichst nah ran, filme mich selbst dabei, mache ein Foto und klassifiziere das als Säugetier. Besser wird's nicht, die Idee. Okay. Er ist jetzt gerade minimal hochgegangen. Das heißt, man erkennt ihn jetzt noch ein bisschen besser. Ich glaube, es wird aber schwer. Also, wenn man das auf der Kamera, die er in der Hand hält, schon kaum erkennt. Zu erkennen sein. Was ist das schon. Eindeutig? Ist es Schummeln, wenn ich jetzt Wal auf meine Hand schreibe und dann dorthin zeige? Ich glaube schon. Aber ich habe ein Säugetier fotografiert. Wale sind Säugetiere. Ja, das war... weiß ich nicht. Also, ich bin gespannt auf die Bilder am Ende. Es wird diskutabel sein, sage ich mal. Sascha. Ah, ich habe einfach echt meine Wasserflasche verloren. Oh, oh, oh. Wow. Das muss, oh, irgendwie, ich weiß nicht, das sieht irgendwie ganz kalt aus und, oh. Ah, geil. Wow. Ich finde auch gut, dass Sascha nebenbei einfach eine Runde Twister hier spielt, auf ganz entspannt. Das ist auch mal nicht schlecht. Geil. Boah. Boah, einfach, check das mal aus. Wir haben hier Libellen. Extrem viele Libellen sind da am Start. Was ich gerade richtig feier, in der Hoffnung, dass die ganzen Moskitos da wegfressen. Wir werden gesehen haben, dass hier extrem viele Moskitos da am Start sind. Jetzt fetzen die da überall durch die Gegend. Mega, gönnt euch, bedient euch, bitte. Fresst die alle weg, die Scheißviecher. Dankeschön, danke, 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 danke. So, bei den 10.000 Libellen werde ich doch... eine aufs Foto bekommen. Safe. Bleiben halt nicht sitzen, aber irgendwie so im Club, wenn sie genau herfliegt oder so, das wäre schon nice. Aber sieht das schon ist, cool aus irgendwie auch, oder? Wahrscheinlich einfach nur sieht cool eine aus. Frage von Abdrücken und Glück haben, dass eine drauf ist. Mit Video ist natürlich leichter. Oh ja, ich glaube, da ist schon ein gutes Foto dabei. Jawohl. Oh, meine Hand einfach komplett zerstochen. In der Nacht. Krass, okay. Ah, scheiße, in der Nacht haben die Graben da hier meine Kokosnuss aufgemacht und jetzt riecht's da schon richtig grausig. Da ist ey, eine. Auch Krabben, direkt Bild machen. Die waren da schon jetzt alle drin. Direkt ein Bildchen machen von der Krabbe, direkt mitnehmen alles. Scheiße, das kann man nicht mehr trinken. Ich hab schon versucht. Na, das kann man nicht mehr trinken. Würde ich auch meine Finger schon lassen. Geöffnet, ja. Krass eigentlich, wie die Viecher
da alles. Würde ich auch nicht mehr rangehen. Das gibt mir voll diese. Kennt ihr diesen einen YouTube-Kanal? Primitive Technology, glaube ich, heißt er oder so. Der auch so Survival Outdoor macht quasi und immer nur so ein Lenden-Dings anhat. Gibt mir gerade sehr diese Art von Vibe. Ich denke mal, das, keine Ahnung, ob man das essen kann. Oh, das sieht nicht so lecker aus. Wahrscheinlich nicht. Das sieht nicht so geil aus irgendwie. Richtig. Ja. Das sieht so Eierschalen. Muss ich dann einen Geschmackstest machen? Eierschalenfarbe. Aber vielleicht die Kokosnuss da rundherum. Müssen wir auswaschen gehen. Ja. Schmeckt nicht mehr zu 100% lecker. Ich wäre vorsichtig. Aber geht. Okay. Ich glaube, die kann mein Körper noch verdauen. Okay, werden wir sehen. Hoffentlich. Vielleicht kommt sie auch wieder raus. Oh. Das ist ein schönes Bild für den Kalender gewesen. Ein bisschen Kokosnuss ist noch über. Wollte eigentlich die ganze schaffen. Aber jetzt ist mir plötzlich wieder so schlecht. Ja, nee. Ist die nicht weit. Oh, Ich kann nur hoffen, dass die. Boah, schon schwieriger. Dass die Kokosnuss unten bleibt. Und das Wasser unten bleibt. Die darf nicht kotzen. Oh, also ich würde auf jeden Fall. Nächstes Mal, wenn die Kokosnuss. Also ich würde eine frische essen nächstes Mal. Jetzt heißt noch die Morgenroutine durchziehen. Ja. Man darf nicht einrosten. Man darf nicht aufhören, Dinge zu machen. Aber es geht schon so langsam bei mir. Was ist heute los? Also. Tag 3. Genau. Schwierig. Schwerster Tag. Krass. Meinte Nova auch. Erstmal rein ins Wasser. Oh, erstmal den Jacuzzi schön. Oh. Die scheiß Wunde ist immer noch offen. Ja, stimmt. Stimmt, er hat sich ja doll geschnitten. Oh, die anderen Flecken, die jetzt so jucken, stimmt, ja. Werden jetzt Gott sei Dank. Boah, mir ist so schlecht. Oh nein. Boah. Nee, unten bleiben, unten bleiben. Nicht in die Badewanne kotzen. Boah, Scheiße. Mami rechts richtig her. Oh, man merkt das richtig. Das sind so die Geräusche, wir kennen die alle. Die Geräusche, die man macht, bevor man sich übergeben muss. Die kennen wir alle. Da ist man dann am Hadern mit sich, am Kämpfen. Oh shit, nicht gut. Ach, bleib unten, du Scheiße. Ich warte nur auf die Einblendung gleich. Achtung, es sind Körperflüssigkeiten zu sehen. Oh, Sascha, nicht gut. Oh, okay. Okay, wir gehen erstmal zu Otto. Oh, okay. Otto. So, jetzt aber. Hätte ich fast die 5 aufgemacht. Otto. Umschlag Nummer 3. Ich hoffe, er wird die Challenge auch gut finden. Aber ich glaube auch. Schönen Morgen. Ist keine typische Otto-Challenge, ja, würde ich okay sagen. Das klingt für eine Aufgabe für den Joris. Neben der Suche nach den Tieren gibt es noch eine andere Suche, die für mich wichtiger ist tatsächlich. Und zwar, ich brauche für mein Bett irgendwas, wo ich besser bennen kann. Ich habe es gar nicht gezählt. 20, 30 Mal die heute Nacht wach. Ich kann hier nicht pennen. Ich hatte echt von, klar, bevor es losging, die Überlegung, okay, kann ich überhaupt antreten? Weil genau 2 Tage vor Abflug, ja, wir haben es gesehen, irgendwas am Rücken gehabt, bin zum Teamphysio vom Football und irgendwie L1, 2, 3, frag mich nicht, da unten Wirbel blockiert, deswegen ist voll in den Oberschenkel reinzieht, bis runter in den Unterschenkel. Hart. Das Medical Team, die haben auch mal mitgeholfen hier von Seven Wild natürlich, ja, das ein bisschen fertig zu machen, aber oh, das ist halt genau, wenn ich liege und es ist 12 Stunden dunkel. Schwierig. So. Das heißt, man liegt 12 Stunden und ich liege auch noch mittags, weil es einfach mittags so brutal heiß ist, weil ich so extrem schwitze. Und das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Oh, aber auch eine legendäre Szene aus dem Intro gerade gehabt. Da kommt der Kopf natürlich wieder zum Tragen. Ich werde das durchziehen, soweit wie es eben geht. Alles gut.
probiere zu improvisieren. Jetzt fliegt das Styropor da raus. Von meinem Lager suche ich Chunk Letters. Badelatschen. So wie sie da liegen. Mal gucken, ob das funktioniert, damit was zu bauen. Okay. Ich habe ein Eck hier von meinem wunderschönen Paradies, wo einfach, wo ich persönlich sagen muss, es ist einfach nur ekelhaft, wie viel Müll hier rumfliegt und was für Müll hier rumfliegt und bah. Hier gehe ich exakt gar nicht lang, gerne lang, aber hier gibt es halt ohne Ende Badelatschen. Anscheinend hat die Welt Bock auf Badelatschen, das ist nicht so weich. So, und ich probiere mir aus den Badelatschen wie so eine Art Bett zu machen, wo ich sage, alles klar, so ein Polster. Es ist krass, so systematisch viele Badelatschen, die da rumliegen. Badelatschen und Crocs. Das habe ich wirklich gelernt bei Seven Wars Wild. Badelatschen und Crocs. Ich weiß nicht warum. So. Ey, okay. So sieht mein Bett. Jetzt aus. Bunt. Ja. Denke schon, dass es besser für den Rücken ist. Aber das sind halt einige. Ja. Sandälchen verbaut. Mal gucken, ob ich die Reste noch brauche. Besser als gedacht. Nachher mal Probe liegen, aber ich lege natürlich eine Jacke von mir drüber. Denn irgendwie ist das schon ein bisschen ekelhaft. Naja. So, und ich bin mit dem Gedanken am Spielen, bei der heutigen Tageschallenge eigentlich ins Meer zu gehen, zu schwimmen, danach Fischen zu suchen. Was hält mich davon ab? Das Schuhwerk. Hier sind nur Steine. Ich habe gar keinen Sandstrand, sondern einfach nur. Stimmt, ja, ja. Steine. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mit Stiefeln rein. Du wärst down deswegen. Braucht ihr eigentlich wahrscheinlich mehr die Trocknen sehr, sehr schnell. Oder ich mach's halt einfach. Einmal ins Meer rein. Der macht's. So, meine Badesachen an. Und hier geht's um Bilder machen. Hier sind schon eine Menge Fischchen drin, die Schiers. Was für wunderschöne Aufnahmen wir in dieser Folge wieder bekommen. Man sieht nichts, leider. Noch nicht. Ja, mein Strand lädt nicht so zum Schwimmen ein, aber ich gehe es noch nicht auf. Ich gucke jetzt mal, ob ich da hinten hinkomme irgendwie, um da rein zu springen, weil es nur Steine sind und es ist unklar. Das war dreckig, was hier vorne. Dann von den Aufwirbelungen. Naja, we will see. Ich arbeite daran, einen schönen Unterwasseraufnahmen. So, ich bin hier am Meer angekommen. Ich weiß nur nicht, ob es so schlau ist, hier reinzuspringen. Das ist halt schon gefährlich auch, ne? Weil nur Steine und Felsen da sind. Mir fehlt halt irgendwo so ein ganz, ganz kleines Stück, wo ich gut reinkomme, damit ich wieder rauskomme. Weil Verletzungsrisiko hier an Tag 3 muss halt nicht sein. Wäre das jetzt der letzte Tag, dann springe ich rein. Und drei Tage nach Beginn hier. Ah, das wird mich schon sehr reizt, das Wasser. Es war eben schön, kurz eingegangen zu sein, muss ich sagen. Naja, vielleicht finde ich da hinten noch einen anderen Einstieg. Mal schauen, wir geben nicht auf. Aber so ist es einfach hier, da hochgespült zu werden und gegen die Felsen gedrückt und so macht dann leider nicht so wie Sinn. Zumal das Wasser nicht so klar ist, dass ich erkennen kann, was ist da unten. Ist da ein Stein, ist da irgendwas? Ja, nee, das macht da gar keinen Sinn. Nein. Er muss schon einen anderen Spot leider finden. Nicht. Gehen wir mal rein in die Mangroven. Warum haben wir so eine Musik? Was man merkt hier, völlig anders die Luftfeuchtigkeit schon. Weil ja keine Meerluft. Warum haben wir so eine Musik hier, Freunde? Das ist mir jetzt alles Umwelt, es wird richtig dick die Luft. Halleluja. Schön Mangroven. Ich vertraue der Musik nicht. Was ist denn los hier? Ah, aber da höre ich irgendein Tier. Freunde? Hallo?
natürlich viel zu laut. Eigentlich müsste ich hier ultras langsam durchgehen. Ich hoffe, dass ich irgendwas sehe. Alle Tiere, Biesen hier sind so. Boah. Sofort. Ich hab voll Angst vor so einem Jumpscare aus irgendeinem Grund gerade. Das sieht auch schon nach einem Horrorfilm aus hier, ne? Boah. Junge, habe ich mich erschrocken vor dem Cut einfach. Jawohl, da war was Großes. Habt ihr das gesehen? Ja, er muss halt Bilder machen, leider. Ne? Du musst halt Bilder machen, Otto. Wenn das jetzt ein Krokodil ist, wäre das wirklich der Knaller. Ja. Wenn das ein Krokodil ist, wäre das wirklich der Knaller. Wir kriegen das hier gefilmt. Wo denn? Das muss hier irgendwas groß gewesen sein. Ich habe nichts gesehen. Okay, warte mal. Muss irgendwo hochkommen. Es sind mehr Spuren davon. Naja. Boah. Also ich muss sagen, mit Machete würde ich mich doch etwas wohler fühlen. Ja, fühle ich. Mein Toxic Trait gerade ist so, vom Ding her so, wirf doch einfach einen Stein rein. Schon echt groß, oder? Ich hab's nicht gesehen. Ein Fisch kann es nicht gewesen sein. Fisch liegt nicht am Land. Ich habe nichts gesehen, muss ich sagen. Oh, oh, er geht da rein? Otto, Mann! Oh, es waren Fische. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Ich habe mich echt erschrocken gerade. Ganz ehrlich. Okay, ein paar Fisches. Oh, süßer Fisch. Hallo. Oh, Junge. Ich war noch nie so schreckhaft. Warum bin ich so schreckhaft auf einmal? Ich weiß es nicht. Okay. Simsalabim Sabrina. Oh, das war irgendwie ganz schreckhaft. Guten Morgen. Hi. Ich bin immer relativ zeitig wach, wenn es dann hell ist draußen. Man hört das immer, dass so die ersten Vögel anfangen zu zwitschern. Das ist für mich immer das Zeichen, okay, aufstehen. Ich kann euch eins sagen, die Nacht war kalt, nass und hart. So wie man es haben will. Ich habe echt gefroren, weil alles hier nass. Das habe ich auch schon zu der einen oder anderen Nacht gesagt, aber in einem anderen Kontext. Von dem Regenschauer. Meine Klamotten sind nass und es ist nichts trocken geworden. Meine Socken sind ja noch von Tag 1 nass. Und es war so hart hier alles. Also Sabrina, das hört sich nicht gut an. Nach einer Zeit einfach gar nichts gebracht. Das heißt, ich habe heute zwei Aufgaben. Ich werde heute das Shelter zubauen und mir irgendwas überlegen, dass ich ein bisschen weicher schlafe. Dafür muss ich aber sagen, ich habe geschlafen. Also ich bin mehrmals wirklich eingeschlafen und habe auch geträumt. Oh, gut. Okay, ey, das ist gut. Ey, das ist actually ein Vorteil so. Weil bei Otto zum Beispiel, Otto 30 Mal aufgewacht, kaum geschlafen. Das war in der ersten Nacht gut. Nicht so. Ich fühle mich mittlerweile so richtig eklig. Ich habe das Gefühl, es ist alles irgendwie fettig und schmatterig. Ja. Auch die Zähne. Alles klebt. Würde ich mich eklig fühlen. Die Klamotten sind pekig, alles ist irgendwie durchfeuchtet. Die Haare sind komplett durcheinander und zerzaust und die kriegt man gar nicht mehr irgendwie durchgekämmt. Also körperlich ist es echt eklig. Meine Zähne... Oh ja, es fühlt sich so eklig an, oder? Ich kann ja nur so ein bisschen abkratzen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich kaue, dann kaue ich nur auf so ein bisschen Belag. Also es ist wirklich... so der körperliche Zustand ist ja echt ekelhaft. Und das sind noch Luxusbeschwerden quasi. Deswegen. Wir öffnen jetzt Challenge Nummer 3. Naturfotograf. Das ist, glaube ich, eine Menge Sucherei. Eine Menge Sucherei. Der Plan für meine Tierfotografie-Suche wird heute sein, dass ich einfach mal den Fluss so ein bisschen entlang laufe und mal gucken, wie weit ich komme.
sieht so schön drin, aus, ich. Oder? Ach, so, mit meinen lieben Sachen mache ich mich jetzt als allererstes auf die Suche nach Palmblättern, weil es dauerhaft regnet und ich gerne meinen Shelter zukriegen möchte. Ja, es wird halt noch schlimmer mit dem Regen. Das hat für mich heute einfach Priorität, weil ich einfach erwarte, dass irgendwann es nochmal so richtig dolle regnen wird und dann auch in der Nacht. Ich hatte bisher wirklich Glück. Und deswegen muss ich einfach jetzt mein Shelter zukriegen. Tja, ich befürchte, dass das hier die Palme ist oder diese hier, die nochmal dran glauben muss. Diese Geräuschkulisse ist so angenehm einfach, die ist so schön. Ich hoffe echt, dass das, aber nee, so wie der Regen aussah im Intro bei Knossi, da wird auch das Shelter von ihr jetzt hier nicht viel bringen. Oh shit, es geht direkt los. Kacke. Digga, sie ist ja klitsch, 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 klitschnass. Boah. Ja. Ich werde jetzt einfach komplett nass. Ja. Krass. Aber ich muss mein Shelter einfach fertig kriegen. Das Oberteil ist sowieso mein Badeoberteil. Und die Hose hoffe ich, dass später einfach noch ein bisschen die Sonne rauskommt und ich sie dann trocknen kann. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Aber ich möchte mein Shelter jetzt fertig kriegen. Oh oh. Überhaupt gar keine Besserung, wollte ich gerade sagen. Donner sogar, Kack, Gewitter. Aber es war gerade ein Blitz und gleich darauf das Donnern. Sehr nah dann, ja. Das heißt, das Gewitter. Also auch wenn ihre Umstände gerade nicht so super perfekt sind, finde ich, macht Sabrina noch einen sehr fitten Eindruck mental und wirkt noch sehr positiv gestimmt, auch wenn es echt kacke aussieht für sie quasi gerade. Da ist ganz hier in der Nähe. Puh, da shakt es mich ein bisschen, vor allem weil mir wirklich auch kalt ist. Ja, 100% alles kalt. Wenn alles nass ist, bist du so kalt einfach. Ich liege ja zum Glück nicht unter dem größten Baum, hoffentlich. Dass ich nicht vom Blitz getroffen werde, aber es ist schon ein bisschen unwohl gerade. Ich kann mal erkennen, wie meine Hände schon aufgeweicht sind. Oh Mann, das tut mir echt leid. Und jetzt denk mal an den fauligen Fuß von Fritz. Hilfe! Es ist einfach alles nass. Meine Schuhe sind komplett nass, meine Hose ist komplett nass, mein Oberteil ist komplett nass. Selbst das Oberteil, was ich mir hier extra hingehangen habe, damit es trocken bleibt, ist komplett nass, weil das sich alles durch die Luftfeuchtigkeit nass saugt. Ich habe jetzt gerade das Wichtigste hier unter den Karton gelegt. Smart, 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 ja, okay. In der Hoffnung, dass, dass es ein bisschen trocken bleibt. Da sind jetzt sowas wie meine Handschuhe, meine Säge, sowas. Mein Feuerstahl hängt da. Es ist kalt. Wenn mir nicht kalt wäre, dann wäre alles cool, dann würde ich entspannen. Ja, ich glaube, Kälte ist echt mies. Kälte ist sehr mies dann auf Dauer. Okay, Nova, geil. Dann haben wir alle abgehakt, alle haben wir dann gesehen. Freunde, ich wollte ja gerade anfangen damit, Fotos zu sammeln. Aber es ist so beschissenes Wetter. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach schnell irgendwie wieder in meinen Biwaksack reinlegen. Würde ich auch machen, 100%. Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie die einzelnen Kandidaten dann auf diese Regensituation reagieren und damit umgehen. Ich hoffe, dass es einfach wieder ein bisschen besseres Wetter wird. Das sieht halt richtig scheiße aus jetzt. Och man, es tut mir so leid, das zu sehen. Ach man. Ach Nova. Wir sollten da jetzt reinkommen.
Das ist ja gar nichts. Ohne, dass ich mich nicht komplett nass mache. Das ist ja nichts, was sie da hat. Ach nö, ach Mann, ach doof, ach nervig, nervig, doof, doof, doof. Das ist echt nichts, was sie da hat quasi, ne? Irgendwie schnelle Welle, mich da rein zu fassen. Oh nee, Digga. Boah. Oh, Mann, es ist so traurig irgendwie. Oh das nee. Das ist halt immer noch richtig, richtig, richtig krass. Aber ich habe mich jetzt in meinen Biwaksack einfach hier so reingelegt. Und ich habe mir meinen Plastikstuhl genommen, wenn man den sieht. Ah ja, ah okay. Ja, und ich muss sagen, ziemlich komfortabel. Ob es bei euch auch gerade so geil ist, I doubt it. Ich würde wirklich einfach Sack zumachen, ey, und einfach nicht filmen für 3 Stunden, bis der Regen aufhört. Oh man, das tut mir so leid, ne? Und das an einem Tag, wo so eine coole Challenge auch noch ist. Ich denke jetzt an die ganzen anderen Teilnehmer. Also zum Beispiel keiner hat ja einen Tarp dabei. Die anderen haben ja alle nur eine Hängematte dabei. Und halt einen Fritz, einen Otto, einen Joris und eine Sabrina. Und einen Sascha. Die haben ja gar nichts in die Richtung dabei. Da hoffe ich, dass sie sich auf jeden Fall was Cooles gebaut haben. Ich glaube an die 4. Wenn das jetzt den ganzen Tag regnet, das wäre richtig scheiße. Alter Leute, das hat eben so laut gewittert. Ich dachte, ich wäre dumm. Jetzt guckt euch mal den Himmel an. Krass. Ich hätte auch echt Angst bei Gewitter, sag ich, wie es ist. Das ist einfach so eine Naturangst, die man hat, so. Ach du Scheiße. Das ist ein richtiges Full-on-Gewitter. Was mache ich denn nun? Ich will heim. Ich habe keine Lust mehr. Ich will eine heiße Dusche. Und einen Kakao. Schau mal bitte meine Hände an. Ey, also erstmal die Finger. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm, ne? Vor allem dadurch entstehen ja auch irgendwann Verletzungen viel einfacher. Ich bin komplett nass die ganze Zeit schon. Es ist natürlich besser als so im Regen zu liegen, aber auch in dem Biwaksack drin. Ist halt so eine Luftfeuchtigkeit einfach. Ja, safe. Mir ist richtig kalt auch. Also es geht noch, aber ich glaube, wenn ich den Sack nicht hätte, dann boah. Wäre richtig ausgekühlt, glaube ich. Oh, ich kann nichts anderes machen, außer hier drin zu bleiben und zu pennen. Und es kann auch sein, dass es den ganzen Tag regnet. Und ich gar keine Möglichkeit habe, mehr trocken zu werden. Boah, Noah war echt bis am Ende, ne? Die ist echt. Den Knopf einfach zu drücken. Es geht los langsam. Dann wäre es einfach vorbei. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon lieg. Boah, der Tag könnte einige Leute echt brechen. Ich sag's, wie es ist. Okay, jetzt kommt der erste richtige Tropenregen. Ja. Eieiei, jetzt schüttet's richtig. Ja. Was mache ich jetzt? Meine Schuhe sind eh nass. Gehe ich duschen im Regen, macht das Sinn, dann ist wieder alles nass, reiße meine Füße auf. Boah, seine Füße, stimmt, ey. So einen kleinen jedes Mal muss ich an diese Füße von Fritz denken, es tut mir leid. Okay. Da bin ich halbwegs sicher. Es tropft zwar ein bisschen von oben runter, aber der ganze Starkregen bleibt aus. Draußen ist gerade Weltuntergang. Oh yes, das ist der erste richtige Sturzregen. Also Fritz hat echt Glück mit seinem Vorsprung hier und noch, ne? Toi toi toi, hatte ich die letzten 2 Nächte nicht. Weil wäre das passiert, während ich da ohne Dach gelegen hätte, boah. Ende. Richtig mies. Gleichzeitig sinkt damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, hier irgendwie ein Feuer anzukriegen. Also ich glaube, mental muss ich mich darauf einstellen, die 7 Tage kein Feuer zu haben. Ich werde es probieren, definitiv. Wenn das Dach vom Shelter dicht ist und ich somit ein Safe Place habe, aber ich male mir da keine großen Chancen aus. Ja, hier ist alles nass, alles nass. Heißt ja nicht umsonst Regenwald. Ich weiß nicht, wie punktuell die Wolke ist, also ob die anderen jetzt auch gerade genau der gleichen Wolke hängen und auch nass werden. Ja. Aber jetzt, ich kann es dir sagen, ja. Wird zumindest bei den anderen das erste Mal getestet, ob das Dach dicht ist.
Also wie gesagt, ich... Was für ein Dach meinst denn du, Fritz? Also wir haben nicht wirklich viele Dächer am Start, sag ich, wie es ist. Ich bin ja immer noch am Dachbau, wir haben Tag 3. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber ich gehe davon aus, dass die anderen auf jeden Fall schon deutlich weiter sind und ihre Dächer gebaut haben. Und jetzt ist der Moment, um zu gucken... Manche mehr, manche weniger. Halten sie das, was sie versprechen oder nicht? Finden sie so einen kleinen Vorsprung? Oder wird der eine oder andere gerade richtig... Schön. Ich bin auch gespannt, wenn wir gleich bei Sascha. Sascha war ja eh schon so am Ende, ne? Er war echt schon, ey, ihm ging's gar nicht gut. Und dann dieser Regen gleich. Was? Boah. Liegt Nova gerade in ihrem Biwaksack komplett zu, irgendwo auf dem Boden? Ja. Oh, ja. Ich würde so gern wissen, ey. Ja, tut sie. Oh, es knallt richtig runter. Guckt euch das an. Das ist wirklich weltuntergangmäßig aus, ne? Es ist krass. Ich glaube, ich zieh mich aus und geh duschen. Ja. Das bringt ja eh nichts. Nacki dai, mach dich nackig. Nutzen wir das Ganze doch für ein bisschen Körperhygiene. Mach dich nackig, Fritz. Das Problem ist, meine Füße sind schon durch die Tage so aufgeweicht, dass ein spitzer Stein alles aufschneidet. Ah. Oh. Yes. Ganz ehrlich, muss aber auch geil sein. Muss ein bisschen geil sein. Komplett nackt im Regen stehen. Muss auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie richtig ein cooles Gefühl sein. Wir tanzen nackig im Regen. Oh, das kennen wir auch aus, das legendäre Intro, wo er jetzt schreit. Kennen wir. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Oh mein Gott, wirklich. Oh, heute, ich bin heute sehr schreckhaft. Aber ihr könnt mir doch nicht erst den Nacki deinem Popo von Fritz zeigen und dann hierher, oh mein Gott, der Mann wird verrückt. Helft diesem Mann, er wird verrückt. Hier, was ist das denn? Warum, aber, hallo? Helft diesem Mann, ihm ist nicht mehr zu helfen. Einladen, wenn du willst. Aber jetzt gehen gerade die Duschsaison los und ich dachte, ich mache mich ein bisschen sauber. Weil ich habe schon leicht einen Ausschlag unter meinen Achseln. Ist unangenehm. Der Dreck muss runter. Der Mann ist verrückt. Der Mann ist offiziell verrückt. Certified. Holt ihn da raus. Holt diesen wild gewordenen Mann aus diesem Projekt. Aber irgendwie kommt er keinen nicht so runter. Wie ich mir das erhofft habe. Ja, als würde Duschgel fehlen. Wir brauchen mehr Regen! Holt diesen Wildgewordenen aus diesem Projekt raus. Die Szene ist auch aus dem Intro. Die Frage ist halt, wie lange regnet das jetzt, ne? Stellt euch doch mal vor, okay, das regnet jetzt einfach 4 Stunden so. Oder 4 Tage. Das wäre krank. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall noch keinen hellen Fleck. Oh Mann, ey. Oh Mann, es wird alles durch sein. Es wird alles komplett durch sein. Safe. Ja, was vor 15 Minuten noch spaßig war. Krass. Ja, weil bei Fritz ist halt alles komplett durch. Wenn man eine Sabrina hat, die hat noch ein bisschen Schutz. Eine Nova hat ihren Sack, den sie zumachen kann. Auch nicht optimal alles, aber Fritz ist halt echt nackig und liegt da rum und sitzt da rum. Nichts hat er. Mhm. Und irgendwann, der Donner macht auch Angst. Der war sehr nah. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir wirklich im Zentrum des Gewitters angekommen. Da vorne war gerade ein Blitz und wirklich eine halbe Sekunde später hat es da oben gekracht. Der Regen wird auch immer stärker. Also wirklich, es schüttet. Genauso wie ich einen richtigen Fronregen kenne. Das Problem ist, wir wirken ein bisschen kühl. Die Leute werden auskühlen. Ich habe Angst, dass ich irgendwie jetzt unterkühle. Allerdings will ich auch die Regenjacke eigentlich anziehen, weil da drin alles trocken ist. Aber ich glaube, ich muss gleich die Regenjacke anziehen. Hey, das ist nicht normal, wie das hier knallt. Holy shit. Ich lasse die Kamera jetzt einfach laufen.
Boah. Oh. Doppelblitz. Krass, ja, ja. Alter. Ein, zwei Sekunden. Zwei Sekunden vielleicht. Krass. Ich glaube, der ein oder andere scheißt sich gerade richtig ein. Ja, aber zu Recht, Digga, zu Recht. Alter, das gescheppert. Ich glaube, das auf der Kamera, das kann nie rüberkommen. Holy shit, ey. Schon wieder. Das ist krank. Das ist richtig krank. Hab ich noch, also so habe ich es noch nie erlebt. Okay, das war jetzt aber schon gut weit weg. Also es waren jetzt schon so 5 Sekunden weit weg. Also was heißt gut weit weg, aber... Dafür nur ein kleiner. Der andere war gerade richtig nah. Ich dachte schön, bisschen Sandstrand, bisschen Palme, geil. Mal Sonne, ja, auch mal eine Stunde, bisschen Regen, auch ganz entspannt. Bisschen Schnorcheln, geile Projekte schwitzen, basteln. Ich mach mir echt Sorgen um Sascha, ne? Sie zeigen Sascha jetzt auch eine Zeit lang nicht. Ich mach mir echt Sorgen um Sascha. Und um Knossi. Knossis legendäre Szene kommt natürlich. Das ist irgendwie ein bisschen Bushcraftiger im Kopf. Traumhafter, paradiesischer Bushcraftiger. Und das hier wird gerade eher zu so einem Regenwald, Gewitter, Müllmassaker. Das trifft gut. Wo es einfach nur darum geht, hart penetriert zu werden und das 7 Tage lang. Es wird geguckt, wie viel hältst du aus. Das Ganze ist einfach nur darauf ausgelegt zu sehen, wann bricht deine Psyche oder dein Körper. Normalerweise würde man jetzt so ein Regenradar rausholen und würde sehen, ah, okay, ja, chillig, ist in einer Stunde vorbei. Oder du, das geht 4 Stunden lang. Die Ungewissheit ist auch immer kacke, glaube ich, bei solchen Sachen. Ich sehe auf jeden Fall... Oh, nein, nein, nein. Oh, nein! 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 Fritz, ich kann das nicht mit ansehen. Ey, wir wissen alle, was passieren wird. Fritz wird seinen Ekelfuß zeigen. Er wird seinen ekligen Fuß zeigen. Ich will den nicht sehen. Fritz! Nee, ey, wirklich nichts gegen Fritz und nichts gegen Füße. Aber der Fuß sah letztes Mal schon sehr eklig aus, ne? Also, ich werde das jetzt angucken. Falls ich mich da ein bisschen anstelle bei, verzeiht es mir, ich fand das wirklich letztes Mal schon wirklich eklig, ja. Also wie gesagt, nichts gegen Fritz, nichts gegen seinen Fuß. Vielleicht wird auch was anderes zu sehen sein, aber ich denke, er zeigt seinen Fuß jetzt. Ich mache mich bereit, es tut mir leid, dass ich mich so anstelle, aber ich fand das wirklich eklig letztes Mal schon, okay? Wir werden es zusammen durchstehen, ich gucke vielleicht auch nicht ganz hin. Oh, Fritz. Okay, los geht's, Freunde. Oh. Oh, ein hellen Fleck. Boah, ich hab hier eine Blase, die sich irgendwie geöffnet hat. Und jetzt ist hier der ganze Dreck reingekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay, drauf. Wirklich eklig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, ich find's wirklich, ich muss sagen, ey, wow. Ich find's gerade wirklich echt eklig, muss ich sagen. Holy shit, hätte ich nicht gedacht, dass ich find's echt eklig irgendwie. Ach du Scheiße. Oh shit, ja. Okay, hol den Modder. Oh, hol den raus, Fritz, den Modder. Mhm. Oh! Boah! Komplette Hautfetzen, die sich lösen. Boah, ja. Das ist richtig dicke Haut. Oh. Da war eine also, falls euch wundert, ich gucke auf meinen Vorschau-Screen von OBS, womit ich aufnehme. Da ist das Bild ein bisschen kleiner zu sehen. Das hilft mir gerade enorm, muss ich sagen. Sorry, ich find's echt eklig. Tut mir leid. Blase drunter. Aber okay. Ich musste die jetzt aufmachen, weil der komplette Dreck sich hier reingespült hat. Ja, hab ich gesehen. Fuck. Alter, der ganze Zeh, das löst sich alles auf hier. Oh. Okay, Fritz. Oh mein Gott. Nein, die Hacke. Der schimmelt safe hier hinten der Hacken weg. Das ist doch safe hier schon irgendein Pilz oder sowas. Sieht gar nicht gut aus. Nee. Gar nicht gut. Boah, hier hinten habe ich. Hier hat sich auch irgendwas entzündet. Das geht noch, das kann ich mit angucken. Sieht auch nicht gut aus, aber. Ist eitrig. Oh nee, das ist auch schwierig. Fritz. Sind wir fertig, Fritz? Komplette Zerschundung des Körpers. Mein Körper löst sich auf. Oh. Ich habe hier richtige Löcher schon drin. Hier ist ein Loch, da. Hier am Daumen selbst.
Sieht aus wie so eine Wasserleiche. Ja. Alles aufgedunsen. Oh. Moment mal, lag der vorhin ja auch schon? Ich habe ihn da nicht hingelegt. Der ist doch frisch hier rausgekommen. Das ist doch ganz frisch hier. Boah, es tut mir echt leid, dass ich mich so angestellt habe. Das war echt nicht einfach für mich zu gucken, muss ich sagen. Das war echt eklig. Holy shit. Das Ding ist eben aus dem Fels raus. Digga, dann ist sein Spot nicht sicher. Glaube ich zumindest. Sieht nach einer ganz frischen Abbruchkante aus. Ja, das ist trocken da noch, glaube ich. Dann ist der Spot von Fritz alles andere als sicher. Oh, okay. Oh, wir haben den Ekelfuß überstanden. Ich glaube nicht, dass meine Wasserauffangstation noch da ist. Scheiße. Das wird alles weggespült worden sein. Ja. Oh, die stehen noch da. Jawohl. Oha. Sie stehen noch da. Oh, mega. Okay, das krass, hätte ich nicht gedacht. Oh, wie einfach hier draus jetzt ein reißender Bach geworden ist. Das Wasser sieht jetzt aber nicht mehr so geil klar aus. Oh, nee. Scheiße. Das ist Ekelwasser geworden. Ekelwasser. Weil oben durch den Regen natürlich auch an dem Stein jetzt der ganze Modder runterläuft. Also Leute, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich dafür entschieden, weil alle Sachen, die ich hier mache, sind für mich vom Kopf her so, als wäre ich in einer realen Situation. Der Fuß muss amputiert werden, ich dachte es mir schon. Und deswegen werde ich jetzt eine Palme fällen, okay, um mir mit diesen ganzen Blättern, ja, irgendwie ein Dach zu bauen. Ich weiß, dass der eine oder andere das richtig scheiße finden wird, das ist auch völlig okay. Wie gesagt, wir haben ja auch die Genehmigung dafür. Aber, ja, komm, ja, hau weg. Ich hau weg das Ding. Dach. Weg damit. Das andere wäre absoluter Wahnsinn. Erlaube ich dir. Ist einfach nur dumm. Ich erlaub's dir. Guckt euch meine Hände an. Ja. Ich kann kaum noch hacken. Alles ist aufgeweicht. Nein. Alles ist klitschnass. Oh. Ja, schon alles vor die Füßen. Ich brauche definitiv einen Regenschutz, sonst bin ich am Arsch. Ja, ja. Und dadurch, dass ich hier nicht hochkomme und mir keine Leiter bei ihm bauen kann, um knack weg die Palme. Knack weg. Habe ich mich dazu entschlossen, jetzt die Palme komplett ist zu fällen. Okay. Und dann ist okay. Auch alles oben zu verwerten, um mir ein richtig fettes, regendichtes Dach zu bauen. Erteilt. Der Mann der hat gar keine Kraft mehr. Der ist so am Ende, aber verständlich, verständlich. Das ist ganz, ganz krass, die Situation gerade, Mann. Achtung, Baumfeld muss man rufen, auch Baumfeld muss man rufen. Oh, das war sehr satisfying. Das war unfassbar satisfying, muss ich sagen. Es fühlt sich auch irgendwie nicht gut an, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich habe keine andere Wahl. Ja, es gibt keine großen Blätter, die man irgendwo ein bisschen rausschneiden kann. Keine Chance. Und das ist meine einzige Möglichkeit, die ich noch habe. Was meint ihr, wie schwer ist so ein... Oh shit, er hat eine Spinne. Kamera, Bild machen. Bam, bam. Was meint ihr, wie schwer ist so eine Palme? Weiß ich nicht. Das ist die allererste Spinne, die wir sehen. Spinne drauf. Schnell, Bild machen. Vogelspinne. Ich mach schnell ein Foto. Richtig. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich fühle mich irgendwie scheiße damit. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich weiß, ich habe die Entscheidung getroffen und ich muss dazu stehen und so weiter. Ich kann's verstehen. Ist halt kacke so, aber... Weiß ich nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber sie haben ja die Genehmigung, macht jetzt ja nichts Illegales. Ist natürlich nicht geil, so im Regen weiter irgendwas abzuholzen, so quasi, aber ja, was soll er machen? Ist immer schwer zu sagen, ne? Was ist gerechtfertigt und was nicht. Ich meine, dem Wald tut das jetzt hier nicht weh.
Das, da passiert hier nichts. Es sind Tausende, aber Hunderttausende von Bäumen, Pflanzen, Gestrüpp und was nicht alles auf der Insel. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie komisch an. Aber ich habe keinen anderen Ausweg gefunden, irgendwie ein fähiges Dach zu bauen. Schwierige Entscheidung. Oh, da oben ist ein Vogel gelandet gerade. Okay. Was eine Gottesanbeterin. Ja, geil, auch Bild machen. Geil, Junge. So nah, so geil, so nah. Oh, mega. Hat er ein Bild gemacht jetzt von der Spinne und der Gottesanbeterin? Ich hoffe. Das wären easy zwei Punkte gewesen schon mal. Einmal Spinnentier und einmal Insekt. Direkt zwei abgehakt. Kommt ja wieder Flut, ey. Oh, dieses Geräusch ist so geil, ne? Wenn man die Palmen so auseinanderzieht, dieses Geräusch ist so geil, Junge. Jetzt, Knossi. Update. Update. Es regnet wieder wie die Sau. Ja. Ich sitze wieder bei Palmi oben im neuen Lager. John Rambo hatte auch kein Dach. Ach, Knossi, ja. Tag, was würde Rambo machen, ne? Das ist krank. Geil. Was würde Rambo machen? Dafür liebe ich ihn. Setz mich einfach an die Palme. Für mich ist schon normal. Setz dich an Palmi. Das ist meine Palmi. Sie ist auch mein Feuerzeug. Das ist meine Palmi. Palmi, mein Feuerzeug. Oh, fuck. Knossis Mindset ist runter. So gut, finde ich. Ich bin einigermaßen geschützt, aber was würde Rambo machen? Und wenn ich da nicht weiter weiß, was würde Money Mark tun? Das sind die beiden Fragen. Und ich frage mich, wie geht Sascha? Sascha kommt bestimmt super klar. Ja, nee, nee. Auf Kiak gehe ich später. Wir sitzen im Regen aus. Sascha gerade, na, schwierig. Komplett. Enjoy. Enjoy the music. Es kommt die legendäre Szene. Boah, ist echt auch komplett nass bei Knossi halt, ne? Ist komplett nass bei ihm. Die legendäre Szene. Krass. Er vegetiert da echt vor sich hin und hält es einfach aus. So ist es hier. So ist es hier. Es ist sehr episch. Wenn der Dschungel regnet, heißt es durchhalten, abwarten, hart sein. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Boah, es ist echt episch. Es ist wirklich episch irgendwie. Willenskraft. Wow. Ist das, was zählt? Das ist diese pure Motivation von Knossi. Er pusht sich wirklich selber. Und es gibt andere Teilnehmer, die eher so ins Zweifeln kommen, ins Grübeln. Und das kann ich. Ich wäre wahrscheinlich genauso. Ich würde auch Negativität verbreiten irgendwie wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, es ist eine scheiß Situation für alle. Aber Knossi ist eben so ein Typ Mensch, der dann sagt, nee, jetzt erst recht, jetzt pushe ich mich. Jetzt muss ich erst recht laut sein. Jetzt muss ich erst recht viel mit der Kamera reden. Hier, die Pflanze, die hat jetzt einen Namen. Und ich muss denken wie Rambo und erst recht aus mir rauskommen. Das ist krass, dieses Mindset. Gemütlich kann jeder. Das ist krass, dieses Mindset, so wisst ihr? Wow. Wie aus Eimern. Ich habe mich jetzt hier vorne am Beach, an Beachfront gesetzt. Mhm. Wie aus Eimern. Donner auch. Alles da. Wenn ich den Himmel so anschaue, sieht das aus wie, es bleibt 3 Tage so. Meine Hängematte ganz da hinten, ihr seht sie wahrscheinlich kaum. Voll mit Wasser. Ja, fuck. Hätte ich mal die Hängematte gleich abgehangen, ne? Wenn ich eh geplant hätte umzuziehen. Aber ich wollte noch nicht, weil ich noch nicht sicher war. Weiß man halt vorher nicht. Jetzt ist sie nass. Was soll ich jetzt machen? Das ist der Tropenregen. Warmer Regen. Alles nass.
Schlüssel durch. Das sind die Momente, bei denen du an die Abholung denkst. Und denkst, da kommt dann ein Boot nächste Woche. Einfach ein Boot und hol dich ab. Ja. Und nur das zählt. Bis zum Ende zu kommen. Meine Frau erwartet mich dann da. Ja. Das ist genau, ich habe das so gut. Ah, Knossi hat im Vorfeld mit dem Orga-Team abgesprochen, dass seine Freundin eingeflogen wird, wenn er die 7 Tage durchhält. Sollte er vorher abbrechen, wird der Flug storniert. Oh, das ist für ihn nochmal extra fette Motivation. Das ist für ihn auch eine Sache, die ihn unnormal pushen wird. Cool. Gewählt. Geil. Ich habe das so gut gewählt, dass ich gar keine Möglichkeit habe, hier nicht zu gehen. Ja. Smart. Das ist smart. Weil, wisst ihr? Schaffe ich es nicht, ist ihr Flug annulliert. Schaffe ich es, wird sie mich in Empfang nehmen. Das ist so smart von Knossi, ehrlich. Ja, ehrlich. Kann es auch regnen. Scheißegal. Also wirklich. Größten Respekt vor diesem Mann und seinem Mindset. Er ist gerade gedonnert. Wow. Aber von diesem anderen Level. So ein Respekt vor Knossi. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Also so ein Donner habe ich überhaupt noch nie gehört. Krass, vielleicht Mann. Fangen wir noch einen ein. Also sowas habe ich überhaupt noch nie. Das war wirklich die Urgewalt Poseidons oder Ramses aus Ägypten. Einfach Ramses. Woher kommt Ramses, Junge? Oh, aber schön. Ich glaube, er hat an Zeus auch ein bisschen gedacht wegen Donner dann. Schön. Ey, Ramses übrigens, weird fact, Ramses der Zweite, mein lieblingsägyptischer Gott. Einfach mal so in den Raum geworfen hier. Du sagst ja überhaupt noch nie gehört. Ägyptischer Pharao, mein natürlich nicht Gott. Pharao. Der ging. Jetzt hat er nur gefurzt. Mach doch mal den Großen. Mach mal einen großen Haufen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und kommt mir jetzt nicht mit, ah, ist doch so einfach. Nee. Was, nimmst du 2 Stöcke, nimmst du 4 Stöcke, machst du so, dann machst du so, dann machst du so. Hör auf, ehrlich. Ich bin nicht so, dass ich das kann. Das kann keiner aktuell. Alles gut, Knossi, ey, ehrlich. Jetzt bin ich auch mal bockig. Ist okay. Da ist er wieder. Der Zorn von Ramse. Das wird niemals aufhören, oder? Bitte, weil ich bin klitschnass. Auch meine Unterhose ist klitschnass. Es muss aufhören. Bitte, 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 bitte. Hilft ja nichts. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit oben unter einer Palme stehen. Ich muss ja irgendwas tun. Und deswegen gucke ich jetzt mal für euch. Ich hoffe, dass die anderen nicht auch das Gleiche machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass so etwas noch jemand bastelt, weil es so naheliegend ist. Ich schaue jetzt mal hier im Müll. Ja, da ist er. Ich habe einen Ball, der ist aber ganz. Den wollte ich ungern zerschneiden, weil vielleicht spiele ich hier noch ein bisschen Ball. Was macht Knossi denn? Ich sage euch eins, mein Fuß tut so weh. Mhm. Dieser Schnitt brennt so höllisch. Das glaube ich. Aber den Ball wollte ich hier. Der Green Guy. Den grünen. Den wollte ich. So, es hieß keine Lederwaren. Ich glaube, der ist nicht aus Leder. Nee, das ist Plastik. Das ist Plastik. Und Plastik geht. Mit Augen sogar. Ja! Dann fange ich schon mal an, für euch da ein bisschen was zu basteln. Ich bin gespannt, was du da machst. Wilson! Okay. Er hat ja einmal den richtigen Wilson schon gefunden, jetzt baut er sich daraus aber was. Schon eine Bindung zu ihm. Wilson war Willy. Du bist Greenie. Greenie! Ein Scheißwetter heute, hey Greenie? Immer schön lächeln, Greenie. Knossi, Junge. Mach nicht immer den Mund zu. Lächel mal. Der Mann ist Entertainment. Nicht immer nur oh. Komprimiert in einer Person. Ich kann doch auch nichts. Ich kann doch auch nichts dafür. Lächel für Familienfoto. Aber das, was er gerade macht, ist so wichtig für sein Mindset. So wichtig für ihn ist das. Geil.
Geil, Sascha, jetzt. Wir werden einen Mann brechen sehen. Ich sag's, also, vielleicht sogar am wahrsten Sinne des Wortes werden wir einen Mann brechen sehen. Ich hoffe nicht. Oh, ja. Shit, Digga. Ja, nach dem Morgenroutine gehe ich schnell wieder raus aus dem Wasser und boom, ein Sturm zieht auf. Ja, shit. Was soll man sagen? Ja. Man sieht sich erstmal da. Ja, wird alles schön nass. Ja, perfekt. Ja, mein Schädel ist natürlich auch nicht dicht. Ja. Krass, Mann. Hey, wo bin ich hier gelandet? Yes! Let's go! Juhu! Ah, scheiß drauf, Freunde! Wir zählen durch! Scheiß drauf! Let's go! Yes! Yes! Let's go! Schuhe, komm her! Was los? Woher kommt diese Energie von Sascha? Eben noch fast wortwörtlich gestorben. Jetzt, wo die Umstände schlimmer denn je sind, ist die Energie da. Ich glaube, ich würde auch voll viel singen irgendwie. Ich würde richtig singen. Real Talk. Krass, Mann. Auf der großen Welt. Ich will wieder ab. Boah. Ja, dann werde ich in der Zwischenzeit mal meine Schelte ein bisschen weitermachen. Und zwar das Teil da. Keine Ahnung, was das ist. Vom Bambus, irgendeine Wurzel oder was auch immer. Das stinkt so derbe. Ja. Also, das kann das hat man nicht einfach aus. Das muss ich jetzt mal weghaken, das Teil. Okay, wir gehen zu Joris. Was hat Joris für uns bereit? So sieht Excitement aus. Unter meinem Shelter bin ich halbwegs sicher. Aber auch nur so halbwegs. Hier tropft es überall durch. Ja, besser als nichts, wa? Ich glaube, ich chill mich jetzt einfach hin und bete, dass es besser wird. Ist halt echt mies für die Challenge, ne? Weil die hat kaum einer gemacht überhaupt. Zwei, drei Fotos hat Joris angemeldet. So eine Scheiße. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Da habe ich mich extra gefreut auf eine Kokosnuss, auf ein bisschen Beeren. Und was ist das? Wirklich. Zeug ist auf meinen Fuß sitzt. Das ist immer so Expectations von der Klassenfahrt und Reality von der Klassenfahrt, Junge. Immer so. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute Nacht die ersten rausfliegen. Weil es wird echt kalt. Möglich ist es, actually, ja. So eine Lungenentzündung jetzt. Die könnte einen rauskicken. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ey, Lungenentzündung, ganz viele Wunden, bei mir zumindest, würde mich nicht überraschen, wenn ich jetzt heute rausfliege. Krass, das war ein Statement, Digga, okay. Ich merke gerade, wie ich anfange zu zittern, das ist gar nicht gut. Also die Unterkühlung kickt rein, der Wind geht brutal. Und boah, das ist echt, diese Nacht könnte echt Leute brechen, dass die rausgehen, ne? Joris macht keinen guten Eindruck auf jeden Fall. Also keiner macht einen guten Eindruck. Alle sind gerade am Struggeln. Es ist schwer zu predikten. Biwak sagt, war eine gute Wahl, Nova. Ich bin gerade nochmal an meinem Shelter und checke, wie ich den Regenschutz besser machen kann. Weil das muss jetzt ganz dringend passieren. Das heißt, ich habe geguckt, dort hinten könnte man noch ein bisschen besser machen. Aber das ist okay, das passt. Auch hier alles perfekt. Dort oben nicht so gut. Das heißt, ich muss hier drunter, zwischen dem Ast und dem Ast, muss ich jetzt noch eine zweite Reihe errichten. Ich dachte echt, ich kann sein lassen. Weil ich sag's, wie es ist, wenn es so regnet wie jetzt gerade, dann ist dieses Shelter größtenteils trocken. Das tropft nur an 2, 3, 4, 5 Stellen, das ist okay. Besser wird's nicht. Aber wenn es so regnet wie vorhin oder die ganze Zeit jetzt, dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem muss ich jetzt beheben, das heißt ein besseres Dach bauen.
Mein Shelterbau ist endlich halbwegs abgeschlossen. Wey, sieht gar nicht so kacke aus. Routine in Sachen Survival wirklich fehlt. Denn ich hätte dieses Shelter, so wie es jetzt steht, schon an Tag 2 fertig haben müssen. Das hatte ich nicht. Gar nicht so kacke aus. Gelitten und ich bin komplett pitcher-patcher-nass. Auch mein T-Shirt. Das T-Shirt war im Nachhinein die schlechte Wahl. Ich hätte auch ein Hemd nehmen sollen. Mir war aber bewusst, dass wahrscheinlich alle ein Hemd mitnehmen werden, was die richtige Wahl ist. Aber ja, wenn es alle dabei haben, wollte ich es nicht dabei haben. Genau. Aktuell habe ich enorm Schiss vor einer Lungeninfektion, denn mir ist kalt. Ich bin komplett nass, obwohl ich eine Regenjacke trage. Meine Hände sind vollkommen aufgequollen, genauso meine Füße. Ja, es ist alles nass. Die Luftfeuchtigkeit ist wirklich geisteskrank und es ist nicht mehr warm. Das stört mich am allermeisten, denn oh, scheiße. Jawohl. Also spätestens jetzt kommt das Wasser anscheinend auch wirklich unter mein Shelter. Ich muss mir das einfallen lassen, weil wenn irgendwie mein Zeug weggeschwemmt wird. Also am wackeligsten aktuell würde ich tatsächlich Nova und Joris einschätzen. Das wäre nicht so geil. Das Wasser ist binnen weniger Stunden, weniger Minuten sogar fast, krass hochgekommen. Vorhin war es noch da unten, jetzt ist es hier. Mist. Es läuft alles nicht wie geplant. Es läuft nicht wie gewünscht. Aber das ist okay. Ich halte den heutigen Tag noch easy durch. Ich hatte vorhin Bedenken, jetzt nicht mehr. Ich lege mich jetzt hin und verstaue vorher noch die Sachen richtig. Check nochmal den Dryback, ob da auch alles okay ist. Ja. In dem Sinne, weiter geht's. Ich hatte vorhin erzählt, dass es nur einen einzigen Aufgang gibt, den ich zum Dschungel nehmen kann. Einen flachen Eingang zum Dschungel habe ich nirgends. Beim Wasserfall waren wir gestern, komme ich nicht weiter und jetzt bin ich diesen einzigen möglichen Aufgang hochgelaufen. Und was sehe ich hier? Nichts. Nichts. Stachelpalm. Ja, Digga, ist schon dort hinten komme ich nicht weiter, dort hinten komme ich auch nicht weiter. Das ist auch so dicht, da kann er nicht weiter. Also selbst eine Durchschlagübung könnte das nicht werden. Ich würde so viele Kalorien verbrennen, dass ich das nicht schaffe. Meine Situation ist gerade keine gute. Ja, ich sag echt, also, ich habe die ganze Zeit Gedankengänge abzubrechen. Ich sag echt, Joris und Nova am wackeligsten, auf jeden Fall. Den Knopf zu drücken. Mir krass. Geht einfach nicht gut. Krass, okay. Also mir als Person geht es gut. Ich habe wenige Schmerzen und ich halte es gerade aus. Aber menschlich, aber so diese Gesamtsituation, oder? Ist einfach nur frustrierend. Mhm. Mein Zunder ist schon wieder nass. Muss ich euch nicht erzählen. Das haben wir mitbekommen. Der nass wird, war klar. Aber dass das Wasser sogar einen Weg in den zunehmenden Behälter gefunden hat, ist ein Wunder. Naja. Ich habe jetzt wenigstens 4 Liter Regenwasser gesammelt, 5 Liter. 1 Liter schon getrunken. Okay, das heißt, immerhin. Der Faktor Regenwasser ist erstmal vom Tisch. Ich gucke mich jetzt noch um, ob ich ein paar Beeren hier in den Stachelpalmen finde. Eine einzige habe ich auf dem Boden gefunden, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr essen können. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Vielleicht, wo es eine gibt, gibt es mehrere. Mal schauen. Ja, also ich sag, wie gesagt, Joris und Nova am allerwackeligsten gerade. Vom Mindset her, Situation her. Das erste Mal richtig. Also so, wie es zur Regenzeit hier sein soll. Bei Otto bin ich jetzt sehr gespannt, wie er damit umgeht. Ganz schöner Regen. Hätte ich jetzt nicht das Ding hier gefunden, hätte es im Grün gehabt. Ich stehe hier ganz entspannt trocken, habe mir hier mein Brett zum Draufstehen. Die Frage ist, wie lang? Oder wie auch immer. Na gut, die Schaumstoffdinger kommen da weg. Ich weiß, ein bisschen aufräumen müsste ich noch. Hier habe ich einfach alles. Einfach kompletten Platz. Ich kann hier drin stehen, mich bewegen und das im Ganzen trocknen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Macht keinen Sinn, das Ding hier anders zu machen. Macht's nicht. Und es macht auch eigentlich keinen Sinn. Ich wollte eigentlich schön, habe ich gedacht, ah, wie kann man es schick machen? Wende drum rumziehen, ein bisschen zumachen. Aber es ist ja gerade schön. Ich gucke ja gerne raus. Ich gucke gerne voll raus in die Natur. Vor Kälte muss ich mich auch nicht schützen. Ja, mal schauen. Also alle, die ein monströses Shelter erwartet haben, ich habe einfach ein schönes Erdloch gefunden. Das ist wie ein monströses Shelter. Ja, mal gucken. So, ich bin ja gerade ganz entspannt, guck raus und es scheppert ganz ordentlich. Und zwar da krass, der Baum. Also noch scheint Otto gut trocken zu sein. Aber dazu, da rechts den Ast. Krachte gerade irgendwie, aber knack, 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 knack. Vielleicht scheppert der gleich komplett runter noch.
Ja, und hier draußen geht regentechnisch die Welt unter. Bin ich froh, dass ich schon ein paar Tiere heute Morgen fotografiert habe. Ja, das ist das Ding. Hat Joris auch gemacht. Denn wenn das so weiterredet. Und Fritz eventuell, ja, haben wir aber nicht gesehen. Da würde ich mal rausgehen. Ja. Aber deswegen, ich bin mal gespannt, wie die Shelter der anderen sind. Bei mir ist natürlich Jackpot mit so einem Ding, ne? Knossi hat auch Bilder gemacht. Das muss man auch mehr erst erkennen und wie man das dann hier zurechtbaut. Ein bisschen Steine hin und her tragen, aber ja. Wenn jetzt einer kein Shelter hat und das nicht dicht bekommt mit irgendwas, es ist nass. Ja, das ist nass bei den anderen. Ich hoffe, dass das bei Otto nicht reinregnet durch Wind oder so. Weil noch sieht's echt gut geschützt aus. Die Frage ist, ob's so bleibt. Das ist schon geil. Okay, scheinbar bleibt es so. Okay, ey, Otto, mach Urlaub. Mach ein bisschen Urlaub. 5-Sterne-Hotel. Zieh dich zurück. Alles cool. Er? Muss ich noch umziehen oder ist das alles ganz okay? Passt noch, sag ich. Ich sag, das passt. Mach dir keine Sorgen. Passt. Bisschen Wasser ist ja nicht schlimm. Ey, mir war schon klar, ich habe ja oben gesehen, bis wo das Treibboot da steht, und ungefähr auf derselben Höhe liege ich hier. Mhm. Also krass, aber er ist echt noch trocken. Müsste schon deutlich, deutlich höher gehen. Ja, es geht öfter höher. Ich lege das Zeug nicht da oben. Jo. Wenn es jetzt so ist, verdünnisiere ich mich halt da hinten durchs Wasser raus. Aber ich glaube nicht. Krass. Otto, geht's echt gut, ne? Sabrina, wie sieht's aus? Oh, nicht gut. Es hört einfach nicht auf zu regnen. Ihr war auch so kalt eben. Ihr war richtig kalt eben. Mir ist die ganze Zeit durchgängig kalt. Man sieht ihre Lippen, die sehen sehr blau aus, oder? Bilde ich mir das ein? Die sehen sehr bläulich aus. Oder? Ja, die sehen sehr blau aus. Ich wünsche mir so sehr die Sonne, dass die rauskommt. Oh, man hört's an der zittrigen Stimme auch. Oh, shit. Dass sie die Sachen trocknen kann. Oh Mann, es geht dir gar nicht gut. Wenn es heute im Laufe des Tages nicht aufhört zu regnen, weiß ich nicht, wie ich die Nacht überstehen soll, ehrlich gesagt. Man merkt echt, die ist richtig unterkühlt. Man merkt das. Mir ist so kalt. Boah. Ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, wenn das nicht aufhört, dann schaffe ich die Nacht nicht. Und dann dachte ich die ganze Zeit... Oh, mir ist so kalt. Dann dachte ich die ganze Zeit, ich habe überhaupt noch gar nicht alles erlebt auf dieser Insel, was ich gerne erleben möchte. Ich war noch nicht einmal tauchen, ich bin noch nicht einmal ein bisschen weiter reingelaufen. Boah, ich stelle mir das so arschkalt, ich glaube, du kannst es gar nicht vorstellen, diese Kälte. Bahnbrechenden Erkenntnis gekommen. Ich bin halt einfach noch nicht fertig mit dieser Insel. Und ich möchte diese Insel noch nicht verlassen. Oder diesen Ort hier. Meine Hose mittlerweile. Die war vorher schon. Ja, ich wollte gerade sagen, die Hosen hat man bei Sascha auch schon gesehen. Die Hosen passen irgendwann nicht mehr. Ganz eng, aber mittlerweile ist da. Krass. Ach, ein Loch kann ich noch zumachen. Naja. Mittlerweile ist da nicht mehr viel. Am dritten Tag einfach schon so viel abgenommen, das ist krass. Oh, haben wir wieder Ekelfüße? Oh shit, das stelle ich mir so unangenehm vor. Diese rote Wunde hier an meinen Füßen übrigens. Oh ja. So scheuer. So aufgescheuert, ne? Das kommt von den Socken, weil ich dadurch weil es mich einfach unnormal gejuckt hat und ich mich kratzen musste. Und dann habe ich mir das total aufgekratzt. Habe ich leider erst im Nachhinein gesehen. Yay! Meine Klamotten trocknen noch. Oh. Aber. Der Shelter sieht geil aus, finde ich. Sieht geil aus. Cooles Dach. Mein Shelter ist fertig. Geiles Dach. Beziehungsweise das Dach ist fertig. Sieht sehr stabil aus, finde ich. Sieht sehr gut aus. Ja.
like it. Ich bin gerade nackig, meine Klamotten hängen da, da, da. Eins ist gerade runtergefallen, hier meine Socken, da das Messer, hier die Schuhe, da die anderen Schuhe. Deswegen zeige ich mich jetzt gerade nicht. Aber für den nächsten Regen wäre ich erstmal geschützt. Jetzt geht es darum, Bequemlichkeit herzustellen, dass ich die Nacht nicht wieder bretterhart schlafe. Und ich kämpfe übrigens die ganze Zeit gerade mit Fliegen, weil die Fliegen nämlich die ganze Zeit an meine Wunde wollen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sie da Eier reinlegen. Ja, das wäre eklig natürlich. Aber ich will die Socken jetzt noch nicht wieder anziehen, weil sie noch nass sind. Dann weicht die Wunde eben wieder auf und so kann sie wenigstens ein bisschen verheilen. Irgendwas ist da. Naja. Ich hoffe mal, das entzündet sich nicht. Ich hoffe, da legen keine Fliegeneier rein. Ich habe mir meine Kleidung, wie man sieht, jetzt übrigens wieder angezogen, weil ich komplett zerstochen werde und es juckt mein ganzer Körper. Ich glaube, das liegt auch an der trockenen Haut, dadurch, dass ich eben die ganze Zeit irgendwie in nasser Kleidung rumgelaufen bin und mit nassen Socken. Aber ich bin komplett, überall habe ich rote Pusteln am ganzen Körper, deswegen ja. Habe ich es mir wieder angezogen, das war so ein, was ist das schlimmere Übel? Nasse Klamotten? Oder ich glaube, die Insekten sind das Allerschlimmste. Die sind auf da Dauer schlimmer. Da es gerade wieder sehr warm war, habe ich mich für nasse Klamotten entschieden. Okay. Nova. Nova war beim letzten Eindruck gebrochen. Sie war gebrochen. Oh! Das ist auch die Szene aus dem Intro. Ich glaube, man könnte jetzt schon so ein Seven vs. Wild-Bingo machen. So. Einfach Nova heult. ja. Ich hätte nie gedacht. Ey, das krass. Ist so sehr meine Familie und meine Liebsten vermisse. Das ist so krass. Das ist bei ihr ganz, ganz. Also gerade wenn man in Situationen sich befindet, wo es einem richtig scheiße geht, so. Also, keine Ahnung, es hat irgendwie, es regnet seit 8 Stunden. Alles ist nass bei mir. Also ich bin wirklich bis auf die Unterhose nass. So, meine Finger sehen seit 6 Stunden so aus. Das stelle ich mir auch sehr eklig vor. Diesen Tag nicht mehr trocken werden. Ich werde nicht mehr warm werden. Es wird kalt sein die ganze Zeit. Ich glaube, jeder lernt hier von sich irgendwie neue Seiten kennen. Sieht halt sehr aussichtslos aus bei ihr, ne? Weitaus so emotionaler bin als gedacht und vielleicht auch so ein weitaus sozialerer Mensch bin, weil ich halt immer dachte, so, ey, klar, easy, so. Ich meine, das Mindset habe ich trotzdem so. Ich will diese 7 Tage auf jeden Fall schaffen, aber manchmal hat man halt so Gedanken, die einen so beschleichen, so boah, brich einfach ab, so warum, wofür, so. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz umziehen, weil bis hier geht das Wasser und hier ist mein Stuff. Ich kann heute nicht am Strand schlafen. Weil wie man ja auch hinter mir sieht, kann einfach die Flut so weit gehen. Ja, fände ich auch zu gefährlich. Ich würde auch umziehen. Bis zu dem Punkt hier. Gerade mit dem ganzen Regen. Das würde halt den ganzen Strand bedeuten. Deswegen ist jetzt die Überlegung, in den Dschungel reinzugehen. Würde ich auch machen, sage ich. Ja, damit ich halt einfach mehr. Damit ich da pennen kann. Ist halt nur scheiße, dass ich einen Biwaksack habe. Weil ich muss mir irgendwas basteln, dass ich da nicht auf dem Boden penne. Stimmt, die ganzen Viecher da auf dem Boden. Und dann geht die Sonne halt auch schon wieder unter. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt kommt ja nochmal eine zweite Flut, nachts um 2 oder so. Und dann, also wenn die jetzt schon so krass ist. Guten Abend, gute Nacht. Nee, das geht gar nicht. Ich habe halt echt Angst davor, von einer Palme erschlagen, also von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, so. Weil das passiert. Also ich habe, seitdem ich hier bin, habe ich schon 3-mal nachts mit mir von wach geworden, dass so eine Kokosnuss runtergekommen ist. Und wenn die, glaube ich, auf dem Hinterkopf landet oder im Gesicht, schön geht anders. Das ist echt krass. Also wirklich, Seven vs. Wild ist echt das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Also wirklich jeder, der da draußen sitzt und sich irgendwie denkt, so,
Ich glaube, das so, denkt sich keiner. Das denkt sich keiner. Weil ich finde, man sieht auch diese Staffel, wie krass das nochmal ist. Also ich meine, gestandene Männer heulen, haben bei der letzten Staffel geheult, werden, denke ich, vielleicht auch diese Staffel heulen. Ja. So, es ist einfach so. Weil das kann sich niemand ausmalen, wie krass das wirklich ist. Nee. Konnte ich mir auch nicht. So. Das Einzige, so, was mich halt gerade echt sehr fertig macht, ist halt dieses Nässe-Gefühl, also dass ich halt die ganze Zeit nass bin. Das ist am schlimmsten für alle, glaube ich, diese Nasskälte. Ich habe irgendwie zu trocknen und mein schlechter Schlaf. Also da irgendwo im Matsch zu pennen oder so. Ja, wo soll sie auch hin? Das ist echt schwer bei Nova, ne? Wo soll sie auch hin? Nee, oder kann ich auch nicht auf dem Boden schlafen, das geht einfach nicht. Deswegen denke ich mal, werde ich die Nacht heute durchmachen. Boah. Im Sitzen ein bisschen schlafen. Ja. Und es wäre halt so krass, wenn ich ein Feuer irgendwie hinkriegen würde. Gestern hat es halt leider so doll geregnet und mein Feuer war noch zu klein für nach Hause. Nacht durchmachen ist schon hart. Ja! Woo! Seven was wild! Geil! Woo! Boah, ich habe so Angst, dass da jemand ausrutscht irgendwann, ne? Ich glaube, da oben komme ich nicht mehr weiter. Das ist halt so dicht hier, der Dschungel. Das ist so krass. Ja, ja. Da hätte ich eine Machete gebraucht. Ja. Ich denke, ich muss am Strand bleiben. Ich glaube, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Weil mich da in den Dreck zu legen, ist auch gefährlich. Da sind auf jeden Fall mehr Tiere als am Strand. Da sind nur Krabben. Ja, gehe ich mal wieder zurück. Ich glaube, ich werde einfach aus Frustration heute nicht schlafen, sondern genau in diesem Studio sitzen bleiben, um mich selber dafür zu bestrafen, dass ich bei der Scheiße hier zugesagt habe. Das ist unzumutbar, es ist wirklich unzumutbar. Wer hält denn sowas krass aus? Wer schafft denn sowas? Nova bricht echt, Nova bricht. Also wer geht denn jetzt nicht mindestens ab dem dritten oder vierten Tag komplett Gaga in der Birne? Das kann mir doch keiner erzählen. Es wäre halt so geil, wenn man halt die ganze Zeit irgendwie so Leute, also wenn man so einen Live-Chat dabei hätte oder so. Das wäre halt so geil. Ja, das glaube ich. Einfach Kommunikation, Austausch. Ich vermisse mega meinen Chat. Und ich freue mich auch darauf, in meinem Chat zusammen die Aufzeichnungen zu schauen. Oh, Friends, meine Kamera-Akku ist leer. Ich change den einmal kurz, deswegen kurzer Cut an dieser Stelle, ja? Okay, wir sind wieder back. Das auf mich. Das fand ich aber süß, wie sie an ihren Chat denkt irgendwie. Ich dachte für eine Sekunde, das wäre ein Mensch. Digga, das hat sich halt wie ein Dino angehört. Aus, 1A aus Jurassic Park. Ja, safe. Irgend so ein Fliegedinosaurier oder so. Hat sich echt so angehört. Oh, das ist die Szene aus dem Intro. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Das ist die Szene aus dem Intro. Boah, krass. Ich habe eine halbe Stunde versucht, Feuer anzukriegen. Es ist halt alles nass. Boah, man will sie echt in den Arm nehmen. Man will sie einfach in den Arm nehmen. Sag ich, wie es ist. So, ich kann nirgendwo pennen, weil vermutlich der ganze Strand heute überschwemmt sein wird und im Dschungel kann ich auch nicht schlafen, weil da alles matschig ist. Ich kann mich halt nicht mal hier mehr hinlegen, weil seht ihr diesen ganzen Müll? Der ist halt alles hochgeschwemmt vom Wasser. Das ist da, wo ich eigentlich gelegen habe. So, es geht halt nicht. Es geht halt nicht. Oh. Da oben ist auch das Wasser. Hier ist halt irgendwie der einzige Spot, der so trocken bleibt. Ich kann dich jetzt schon aufgeben, so. Ich kann es nicht. Oh Mann, sie tut mir echt leid. Nova tut mir echt sehr leid gerade, muss ich sagen. So, das ist ultra peinlich. Peinlich ist es nicht, Bro. Überhaupt, dass sie mitgemacht hat und so lange durchgehalten hat schon. Ich will auch, dass die Leute stolz auf mich sind.
Also ich bin jetzt mehr als stolz. Ich bin mehr als stolz jetzt schon. Sag ich, wie es ist. Mehr als stolz. Ich bin jetzt schon mehr als stolz auf Nova. Und auf alle Teilnehmer, muss ich sagen. Es ist noch keiner draußen. Folge 7, alle sind noch drin. Alle sind noch drin, Folge 7. Wie krass ist das eigentlich? Das hatten wir so auch noch nicht. Es ist wirklich krass. Alle sind noch drin. Alle, wie sie hier stehen, sind noch drin. Ich bin sehr gespannt. Ja, also am wackeligsten logischerweise Nova. Joris aber auch super wackelig, sage ich. Sabrina danach, würde ich sagen. Dann Sascha. Knossi, Fritz und Otto. Am fittesten. Wobei Fritz auch enorme Struggle hat, ne? Aber ich muss echt sagen, Mentalitätsmonster auf jeden Fall Knossi. Was der, wie der sich pusht, wie der sich zu unterhalten weiß, wie der sich durchbeißt, wie der... Das ist einfach ein Mentalitätsmonster, der Mann. Das finde ich ganz, ganz krass. Super geile Folge, super, super geile Folge schon wieder. Und das Geilste ist, Folge 8 ist schon draußen. Ich kann sie jetzt quasi gleich direkt gucken und freue mich drauf, dass ich jetzt nicht warten muss. Und die nächste Folge kommt morgen schon wieder. Also ich habe jetzt guten Content auf jeden Fall. Und wie gesagt, nochmal dicke Sorry für die lange Wartezeit, aber wir holen jetzt schnell auf, dann sind wir wieder da. Und ja, super, super geile Folge gewesen. Ich freue mich sehr, die nächste zu schauen. Und ja, vielen Dank euch fürs Zusehen, Freunde. Es macht ultra Bock mit euch. Habt einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt so fresh und gut aussehend wie immer natürlich. Und ciao.